Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist 2. Ich weiß, gestern war der Ton nicht da und das Problem ist normalerweise, ihr merkt so etwas nicht, aber wenn ich so fail, dann spreche ich das Ganze nach. Nur wenn ich eine Kamera habe, so wie jetzt, kann ich das nicht so nachsprechen, dass ihr es nicht merkt. Deswegen hatte ich zwei Alternativen. Entweder gestern keine Folge und ihr habt die ganzen Veränderungen nicht kennengelernt, oder ich las einfach hoch und bin stumm und ihr habt wenigstens gesehen, was ich gemacht habe. Um das Ganze nochmal ein bisschen kurz aufzuzählen, was ich gemacht habe. Ich wollte eine übelste Waffe bauen. Eine Waffe, ich zeig's euch mal. Ich wollte diese Waffe hier bauen. Der toller Metallschlagstockwaffe. Allerdings ist der Schlagstock, den wir bekommen haben, das seht ihr, ist anders. So, darauf bin ich ja rumgerannt, daraufhin, ne? Da bin ich hier runtergerannt und habe gemerkt, diese Jungs haben genau den Schlagstock, den ich brauche. Seht ihr das an der Spitze? Die haben diesen besonderen Schlagstock, den benötigen wir. Ich kann hier aber nicht rein. Dafür brauche ich erstmal einen roten Schlüssel. Und wenn ich da drinnen bin, muss ich beide zusammenschlagen können. Hey! Komm her, Mann! Och, Mann. Naja. Das war eigentlich gestern die ganze Folge. Ich habe versucht, halt das hier hinzukriegen. Und habe dann später halt gemerkt, dass die unten da die Waffe haben. Zudem habe ich gesagt, sorry, dass in den letzten Tagen keine Folge gekommen ist, aber ich war beim Zahnarzt, die haben mir da ein bisschen was rausgeholt und deswegen konnte ich kaum reden. Den ersten Tag, den zweiten Tag hatte ich Fieber, da hatte Regi einen Livestream gehabt, da habe ich es auch nochmal erwähnt für alle, die dabei waren. Ja, das war meine Woche, quasi ein neues Leben, weniger Zähne. Ich bekomme halt eine Brücke reingesetzt und das dauert halt 3 Monate, aber egal. So, folgendes, heute kümmern wir uns das erste Mal um unser Hotspot. Dafür benötigen wir halt den hier und den hier. Den Rest legen wir rein. Wir haben ein verstecktes Fach, haben wir gestern gemerkt. Dieses hier, darüber habe ich auch gesprochen, was natürlich nicht zu euch durchgedrungen ist, aber egal. So, und mit den Dingen werden wir jetzt mal zu unserem Hotspot gehen, der, glaube ich, oben war. Gleich ist schon wieder Schlafenszeit. Egal. So, und heute werden wir auch erfahren, ob hier jemand reingeht und ob wir da wirklich eine Attrappe reinbauen müssen. Ich weiß nicht, wie es in diesem Escapist ist. Kann sein, dass die Wärter das bemerken, ohne dass wir überhaupt, oder dass sie überhaupt hier reingehen. Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht können sie durch die Tür gucken. Okay, sie können nicht durch die Tür gucken. Das ist schon mal gut. Sie haben mich verpfiffen. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bei mir tun. So, wir gehen mal hoch und... Der helle Wahnsinn. Wir können hier jetzt rein. Ja, toll. Das, da kann ich auch so rein. Ganz ehrlich, da kann ich auch so rein. Was soll denn der Geiz? Ich kann hier in der Toilette ein bisschen was verstecken, ja. Ich kann hier duschen. Und hier kann ich mich verstecken. Übrigens, das Spiel wurde geupdatet. Viele Fixes und eine spezielle Sache, die wirklich wichtig ist. Und zwar, wenn jemand K.O. auf dem Boden liegt, dauert es jetzt länger, bis ein Sanitäter ihn holt. Schlecht für uns, aber auch gut für uns, wenn jemand anderes auf dem Boden liegt, dann wird er erst später geholt. Wenn wir auf dem Boden liegen und der kommt später, ist halt ein bisschen blöd. Ja. Das Ganze ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben jetzt hier quasi die Möglichkeit, hier eine kleine Zwischenbasis aufzubauen. Ja. Hier können wir Sachen verstecken. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber das hier bringt uns halt einen Scheiß. Es bringt uns halt einen Scheiß. Naja. Suchen wir uns einen neuen Hotspot und dann werden wir hier mal eine Sache verstecken und gucken, ob sie da auch bleibt. So. Und dann gehen wir so schnell wie möglich zum Abendappell. Wir haben noch eine halbe Stunde, das passt schon. Naja, ist ein bisschen bitter. Ist ein bisschen bitter. Aber wir haben ja noch einen zweiten Hotspot, den wir nur tagsüber nutzen können, was ein bisschen kacke ist.
Aber den werden wir auch ausprobieren. Aber wir brauchen vorher eine Leiter. Und mit einer Leiter meine ich drei Eimer. Oder haben wir hier sowas an, so was anderes? Achso, das ist 70. Tasse Tee. Provisorische Leiter. Das bräuchten wir. Gibt es auch eine andere provisorische Leiter? Naja, lass uns erstmal ins Bett gehen. Oder nicht ins Bett gehen, sondern in unser Raum gehen. Da können wir auch immer noch unsere Items angucken. Ein Eimer haben wir. Das ist aber nicht wirklich viel. Wir können jetzt quasi entweder die anderen Sachen untersuchen oder uns um einen neuen Job kümmern. Und ich würde auf jeden Fall mich um einen neuen Job kümmern. Das klingt für mich ein bisschen leichter, als ständig nach Eimern zu suchen. Ja, wir brauchen noch zwei Eimer. Gehen wir schlafen. Bullshit. Okay. Ach, da oben links steht sogar Fallout Bay und Rusei wurden untersucht. Ja, das bringt mir alles irgendwie herzlich wenig gerade. Ja, Toilettenpapier könnte ich Pappmaché mit erstellen. Ob das jetzt so toll ist, eine Batterie. Damit könnte ich mir eine volle Socke machen, aber... Ja, ist jetzt auch nicht der Bringer. Wir haben jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. Dann kann ich ein bisschen Schränke durchwühlen und hoffen, dass da irgendwo ein Eimer drin ist. Dora vielleicht auch nichts. Leute, enttäuscht mich doch nicht so sehr. So. Na, Holz, immerhin Holz. Dann können wir uns Nunchucks bald bauen. Ja, ich bin schon da, beruhig dich. Dafür habe ich 10% bekommen. Fallout Boy und Deadline? Fallout Boy, irgendwas haben die heute gegen dich, ne? Heute bist du der Arsch. Heute mag dich keiner. Ich wurde doch keiner untersucht. Nee, das letzte Mal war Ruffy, nicht Rusei. Ruffy. So, ich war da. Ich gehe mal kurz in unser neues Versteck gucken, ob wir da eine Möglichkeit haben, eine Leiter zu basteln. Nee, nee, nee. Ich brauche Eimer. Ich brauche einfach einmal. Gleich ist sowieso Freizeit. Da ist der Typ mit dem Schlüssel. Der lila Schlüssel, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Gucken wir mal, ob sich das Ganze hier gehalten hat, was drin ist. Nö, hier speichert sich das nicht. Okay, gut zu wissen, dass wir nirgendwo anders was verstecken können, als außer bei uns. Und natürlich, indem wir es auf den Boden legen. Ich möchte gerne hier arbeiten. Und der streicht Wände. Das heißt, wir gucken mal. Malerei. Der Abo ab. Den Abo ab müssen wir quasi kündigen lassen. Freizeit haben wir noch. Das heißt, wir werden uns heute nicht um unsere Arbeitsstelle kümmern, denn das... Ganz ehrlich, unsere Arbeitsstelle bringt mir einen Scheiß. Wie viel Geld habe ich? 55 immerhin. Intelligenz ist immer noch gut. Müssen wir bis zur Arbeitszeit warten, dann warten wir, bis Abo abkommt und schlagen ihn einfach mal zusammen. Und dafür nehmen wir halt den hier. Fallout Boy, Abo ab. Ich habe ein Auge auf dich. Du wirst nicht arbeiten, scheiße, die Wache. Ganz genau, oh, da gehst du richtig gut hin. Was, ist noch eine Stunde? Kann ich grillen? Ja. Ich brauche diese Eimer. Man sieht, er hat einen Pinsel in der Hand. Und er kauft einen Halter? Waffe, Zutat. Aber wir können ihn auch hier einfach behalten, cool. Ich würde am liebsten so Sachen von denen abnehmen. Zeit im Gefängnis, 1 Tag. 8 Tage. Wieso ist aber erst seit 1 Tag im Gefängnis? Er ist doch zeitgleich mit mir drin gewesen. Kann das sein, dass ab und zu welche rausgehen? Kann das sein, dass ein paar von euch schon weg sind? 3 Tage. 3 Tage. Das ist seltsam. Der hat einen Eimer in der Hand. Leide, Dobafel! So. Den Eimer nehme ich. Dankeschön.
Ach, ich muss da gar nicht arbeiten. Pfah, ich schlage einfach Leute zusammen, die einen Eimer am Start haben. So einfach ist das. Dann gehen wir runter und liefern erstmal den Eimer ab. Lol. Du wolltest es so. Wer bist du? Irgendwer mochte nicht, dass er jemand LOL sagt. Es gibt Menschen, die mögen einfach nicht, wenn andere LOL sagen. Nicht wahr, Phil? Phil mag es gar nicht, wenn jemand LOL sagt. Ich finde es gut, dass man die Waffen in der Hand sieht. Kann man wenigstens erahnen, was sie so haben. Na gut, man kann auch einfach reingucken. So, Phil. Du hast gerade jemand zusammengeschlagen. Überall nur Schraubenzieher drin. Na gut, liefern wir erstmal ab, ne? Damit wäre das Eimer Nummer 2 so. Was mache ich denn da? Zack. Ah, stimmt, so reicht das schon aus, ne? Ja. Okay, ich bräuchte doch einen Eimer. Jetzt können wir ja sehen, ob jemand noch einen Eimer in der Hand hat. Das letzte Mal hatte jeder einen Eimer in der Hand. Niemand mit einem Eimer. Vielleicht hat jemand einen Eimer zum Verkaufen. Gucken wir mal, ne? Huntington hat ein Brecheisen. Okay. Der Namenlose hat gar nichts. Baxi! Auch kein Eimer. Aber. Kein Eimer. Kein Eimer. Da muss ich Abo ab. Doch zusammenschlagen, ne? Abo ab. Abo ab ist der mit dem Tier auf dem Kopf. Arbeitszeit. Komm, Abo ab. Wir müssen jetzt arbeiten. Verdammt. Nein! Pick doch nicht ab. Oh mein Gott, jetzt muss ich ihn aber erwischen. Nein, wir können uns nicht vertragen. Ich brauche deinen Job. Man kann die Häftlinge nicht mehr in den Arm nehmen, ne? Ups, ich hab meine Waffe fallen lassen. Genau, holt ihn ab. Ich will diesen Job haben. Dann kann ich überall Leitern platzieren. Genau, holt ihn ab. Lauf nicht so schnell. Ich muss auch auf Abo ab aufpassen. Da wird noch einen abgeholt. Lass mich. Ich will nicht arbeiten. Ich muss auf Abab aufpassen. Ach, chillt er jetzt die ganze Zeit da? Das heißt, er geht schon mal nicht arbeiten. Oh, doch, 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 doch. Boom! Es tut mir echt leid, Amorp, aber ich brauche diesen Job. So. Amorp ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Ob er jetzt schon rausgeflogen ist? Da läuft er schon wieder los. Wage es nicht, arbeiten zu gehen, mein Freund. Ja, verdammt. Zweite Warnung. Ja, ist mir egal. Ich will diesen Job haben. So. Ha. Ah, schön. So. Ich habe den Job, den ich wollte. Ich trainiere jetzt noch ein bisschen Stärke. Was ich gemerkt habe, ist, dass man aber durch Stärke kein Leben mehr bekommt, ne? Und dadurch, dass ich jetzt so viel zugeschlagen habe, habe ich natürlich kaum noch Energie. Na gut, setzen wir uns hin. So, das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir arbeiten, können wir uns so viele Eimer organisieren, wie wir wollen. Wir müssen natürlich erstmal unseren Job erledigen und dann werde ich einfach alles Mögliche an Eimern da rausholen. Alter Schwede. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da unendlich rausholen können, aber holen wir Tag für Tag immer ein paar raus und dann basteln wir uns überall unsere Leitern hin und hoffen, dass das einfach keiner sieht.
Du verlierst. Also das Einzige, was ich jetzt momentan sehe, ist unser einer Hotspot, der uns nichts bringt. Da können wir oben ganz viele Waffen verstecken. Das ist der positive Teil davon. Gehen wir auch mal duschen. Da können wir jetzt spezielle Sachen verstecken. Ich weiß nicht, ob die mitgenommen werden, wenn wir enttarnt werden, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Lüftungsschächte werden da nicht untersucht. Beim letzten Mal war das auf jeden Fall so, dass Sachen unter der Erde geblieben sind, ne? Ich weiß jetzt nicht, worauf sie aufgebaut haben. Wenn sie das Ganze auf The Escapist 1 aufgebaut haben, dann ist das wirklich so. Werther! Guckt sie euch an. Ich muss da hinterher. Phil, schlag ihn! Phil ist hier voll der Macho, ey. Der tötet echt alles. Was ist denn los? Aber Phil hat keine Waffe in der Hand. Oh, die arme Carina. So wird das nichts mit ihm zusammenschlagen. Egal, Abendbrotzeit. Wir müssen immer noch an Wolfi einen Brief abgeben, aber der ist einfach nicht ausfindig zu machen. Der ist unten und er ist in einem Bereich, wo wir nicht hinkommen. Also ständig. Und die Schlüsselmeister. Ja, ich gehe ja schon. In ganz skurrilen Orten. Carina hat es nicht geschafft. Waschbrett, ich dachte, es wäre irgendwas zum Leitermäßiges. Egal, wir haben unseren Job. Wir brauchen uns um Leiter nicht mehr zu kümmern. Das ist der perfekte Job für mich. Ich muss erstmal die Graffitis finden und alles, um den Job überhaupt erledigen zu können. Wir haben aber anscheinend drei Verwarnungen. Bei der dritten fliegen wir raus aus dem Job. Das heißt, theoretisch ist das jetzt nicht so schlimm. Ich könnte quasi 3 Tage lang miteinander so viele Eimer rausholen, wie ich kann. Und mir Leitern bauen, wie ich kann. Und mich dann Keks freuen. Weißt du, ich will nichts kaufen. Nochmal, ich wollte gerade Riefer untersuchen. Egal, wir haben Freizeit. Wieso habe ich einen Stern? Oh, gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin schuldig. So, King Julian. Du hast noch ein Stück Holz, dann kann ich mir Nunchucks machen. Und dann gucken wir mal, was stärker ist. Nunchucks oder das, was ich jetzt habe. So, gib mal her den Kram. So, gucken wir mal ein bisschen. Okay, ich sehe schon. Der Schlagstock ist also nicht so gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben jetzt noch eine richtig schön starke Waffe. Sehr schön. Ja, Abo ab. Magst du mich? Kann man das irgendwo sehen? Gesundheit, Alarmierung. Ach, die haben auch eine Alarmierung. Meinung 53. Er mag mich? Vielleicht mochte er einfach seinen Job nicht und dachte sich, hey, danke, dass du meinen Job übernommen hast. Keine Ahnung. Gucken wir mal den Unterschied an bei Huntington. Meinung 100%. Ah. Das ist ein Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied. Naja. So, hier liegt immer noch Dreck auf dem Boden. Viele seltsame Orte. Was haben wir denn hier? Hinsetzen wollte ich mich jetzt nicht. Das ist ein guter Ort. Das müssen wir testen. Das hier ist ein richtig guter Ort. Das ist nice. Nee, das geht gar nicht. Ich glaube, in der zweiten Etage kann man nicht graben, ne? Das wäre sonst meine andere Attention gewesen, dass wir in unserem zweiten Ort graben. Aber jetzt kann ich jederzeit hier rein, ne? Ich kann nur während der Arbeit Sachen rausholen. So, Malerei. Nimm einen Farbpinsel und einen Eimer mit Farbe aus dem Container. Verbinde sie und stelle ein vorbereiteten Farbpinsel her. Finde die Wandbereiche, die bearbeitet werden müssen, wähle den vorbereiteten Farbpinsel aus und benutze ihn an der Wand. Wenn dem Farbpinsel die Farbe ausgeht, musst du den vorbereiteten Farbpinsel neu herstellen.
Verstehe. Da komme ich gar nicht rein. Das ist eigentlich... Also, guckt euch... Ich könnte mich hier durch die Wand bohren. So viele Möglichkeiten. Mein Gott, wo lande ich dann? Wir sehen da eine Treppe. Wenn ich in die Treppe reingehe, lande ich... Ich muss das alles erstmal auskundschaften, sonst wenn ich irgendwo in der Falle bin, bei den Wärtern oder so, ist auch kacke. Wo geht das denn hin? Ich dachte, es geht nach oben oder geht's nach unten? Hier geht's hoch. Ach, da geht's runter. Aber, nee, da, ach, da geht's noch höher. Da geht's noch höher. Brauch eine Mauertreppe. Braucht definitiv eine Mauertreppe. Na gut, jetzt ist Abendappell. Okay. Folgender Plan. Wir brauchen eine Spitzhacke. Wir brauchen eine Mauerattrappe. Wir brauchen Leitern, um quasi den Rest der Vault des Gefängnisses zu erkunden. Und ja, ich denke mal, die nächsten Tage werden ein bisschen aufregender. Die Katze will rein. Ich hörte so, miau! Ich dachte, was ist denn hier los? Seit wann will er zu mir? Ja, so langsam gewöhnt sich Mr. Flauschig daran, dass ich immer hier bin. Er hat schon heute Morgen, ist er schon öfters ins Schlafzimmer gekommen, hat geguckt. Ey, du Penner, steh nicht auf! Und dann ist er gegangen. Also so habe ich mich immer gefühlt, als würde er mich beleidigen. Und sagen, ich soll nicht aufstehen. Genau, vielleicht findet er, ich bin faul. Ich weiß nicht. So, Mikrofon funktioniert immer noch, perfekt. Und wir gehen in die Zelle, gehen schlafen und ja, wir haben heute einiges herausgefunden, was wir machen wollen. Die Schrauben kann ich eigentlich auch wegwerfen. Obwohl, jetzt habe ich sie schon in der Hand gehabt. Fingerabdrücke und so, wer weiß. Hey, 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 hey. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Sachen bleiben versteckt. Alter. Wie ist das jetzt stehen geblieben? Ich dachte, jetzt werde ich erwischt. Oh, wach mal, Plopperus, ey, du hättest mich fast erwischt. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's auf ins fröhliche Erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.